Es ist kurz vor Weihnachten und ich würde euch gerne anlässlich dieses speziellen Termins auch ein spezielles Video präsentieren, und zwar eine kurze Übersicht eines Ausschnitts meiner Sammlung. Und zwar geht es hierbei nicht um die Uhren von Sinn, sondern alle anderen Uhren deutscher Hersteller, die sich über das Jahr hinweg in meine Sammlung integriert haben. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Insbesondere, weil heute so kurz vor Weihnachten natürlich die Gedanken ganz woanders sind als bei Uhrenvideos und bei YouTube und sonst irgendwas. Ich hoffe, ich habe heute ein besonderes Video für dich, und zwar geht es um meine Sammlung deutscher Uhren, die nicht zur Firma Sinn gehören, sondern andere Marken abdecken. Aktuell liegt mein Schwerpunkt auf Marken aus Pforzheim. Ich denke, du hast viele davon schon gesehen, aber ich habe auch immer wieder die Bitte gehört, doch meine Sammlung noch einmal zu zeigen. Und aus diesem Grunde gibt es heute anlässlich des besonderen Termins eine kurze Übersicht meiner Uhren aus Deutschland, die nicht zu Sinn gehören. So, das ist meine aktuelle Sammlung an deutschen Uhren. Völlig ohne irgendeine Reihenfolge. Ich fange nur ganz bewusst mit dieser hier an. Denn das ist die Uhr, die ich aktuell am Arm habe als eine Woche Tragetest. Die Circula Aquasport. Eine wunderschöne Uhr mit 39 mm im Durchmesser. Und sehr, sehr angenehm zu tragen. Dazu habe ich schon ein Review gemacht. Und es wird auch demnächst ein Ein-Wochen-Video geben. Eine Woche am Arm. Ja, dann habe ich jetzt hier noch 10 weitere Uhren. Wie gesagt, ohne irgendeine besondere Reihenfolge. Die Uhren sind auch nicht gestellt, beziehungsweise besonders aufbereitet. Hier habe ich meine Archimede Sporttaucher, eine Uhr, die ich wirklich sehr gerne trage. Ich habe jetzt hier ein rot-schwarzes NATO dran montiert, weil ich glaube, dass das der Uhr ein besonders sportliches Aussehen verleiht und sich zudem auch sehr, sehr angenehm trägt. Und somit ist es für mich eine wirklich hervorragende Sportuhr, und ich glaube auch nicht, dass das Stahlband so schnell an diese Uhr zurückkommt. Mit 41 mm im Durchmesser ist sie auch sehr angenehm zu tragen, und auch die Leuchtkraft hat mich über die Zeit immer wirklich zufriedengestellt. Ebenfalls aus dem Hause Archimede ist die Outdoor 41 antimagnetisch. Das ist der große Bruder des 39 mm Modells, welches mit einem gehärteten Gehäuse zur Verfügung steht und geordert werden kann. Und kurz nachdem ich dieses Modell bestellt habe, kam auch das 41 mm Gehäuse in Titan mit Titanband. Das ist für mich so eine der allerbesten Allround-Uhren für jeden Tag. Nicht zu schwer, nicht zu dick, eine angenehme Größe und, wie ich finde, auch eine extrem gute Ablesbarkeit durch die kleinen Ziffern auf dem Blatt und die relativ schlicht gehaltenen Zeiger, eine Uhr, die auch zum Anzug nicht wirklich negativ auffällt. Die dritte Uhr aus dem Hause Ickler ist hier eine Limes Cartouche. Diese Uhr habe ich über eBay Kleinanzeigen erstanden, eine Uhr, die ich mir für etwas feinere Anlässe geholt habe. Ich glaube nicht, dass ich sie allzu häufig tragen werde, aber der Preis war sehr gut. Die Uhr ist wirklich sehr gut gemacht, und wenn ich dann wirklich einmal einen Anzug brauche, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie zum Einsatz kommt. Mit einem Durchmesser von unter 40 mm ist sie auch für diese Anlässe genau richtig dimensioniert. Wir bleiben in Pforzheim uhrentechnisch und haben hier die Laco Icarus, eine moderne Interpretation einer Fliegeruhr mit einem
sehr, sehr schönen und besonders aufwendig gestalteten Ziffernblatt. Darüber habe ich auch ein separates Video gemacht. Die Uhr beeindruckt mich durch eine unglaublich starke und langanhaltende Leuchtkraft. Aufgrund der Wasserdichtigkeit trage ich sie nicht so oft, wie sie es eigentlich verdient hätte. Wer nicht gerade bei Wasserdichtigkeit so pingelig ist wie ich, wird dieser Uhr eine wirklich hervorragende und super tolle Alltagsuhr finden. Dann bleiben wir weiterhin in Pforzheim und schauen uns einmal die Laco Atlantic an. Ja, das ist eine Uhr, über die ich jetzt vor kurzem erst ein Video gemacht habe, eine Woche am Arm. Blau ist meine Lieblingsfarbe und insofern ist das eine Uhr, die ich rein optisch wunderschön finde. Leider muss ich gestehen, dass die Ablesbarkeit in etwas dunkleren Lichtverhältnissen durch den blauen Zeiger sehr eingeschränkt ist. Wenn euch das im Detail interessiert, schaut gerne in mein eine Woche Video zu dieser Uhr rein. Ja, hier haben wir eine andere Laco, die Laco Frankfurt GMT mit dem grauen Ziffernblatt. Das ist eine Uhr, die ich wirklich sehr gerne trage, obwohl sie mit 43 mm bei mir schon fast an der Grenze dessen ist, was ich komfortabel tragen kann. Mir gefällt aber die Gestaltung und die moderne Interpretation einer Fliegeruhr und die GMT-Komplikation, die zweite Zeitzone, ist natürlich auch etwas, was ich bei nicht allen Uhren oder bei recht wenigen, um genau zu sein, habe. Und aus diesem Grunde wird die Uhr bleiben, auch wenn es hierfür keine Stahlbandoption gibt, aber die beiden mitgelieferten Bänder finde ich beide wirklich schön und ausreichend komfortabel. Ich habe auch hier gar nicht den Bedarf und den Wunsch, auf ein anderes Band aus meinem Vorrat zu wechseln. So, jetzt kommen wir zu zwei Uhren, die ihr wahrscheinlich schon kennt, denn da habe ich verschiedene Videos drüber gemacht. Zum einen haben wir hier die, und ich sage jetzt wieder Gigandet und warte auf die Kommentare, die sagen, es heißt Gigandé oder Gigandé oder Chigandé. Ich habe da ganz, ganz viele Kommentare gehört und gelesen. Jeder meint zu wissen, wie es ausgesprochen wird. Aber bei drei oder vier unterschiedlichen Kommentaren mit unterschiedlichen Aussprachen müssen mindestens zwei falsch sein. Und weil es mir einfach Spaß macht, bleibe ich bei Gigandet, auch wenn das höchstwahrscheinlich die komplett falsche Aussprache ist. Zu der Gigandet hatte ich auch die Steinhardt. Die beiden Uhren habe ich auch mal verglichen mit dem klaren Gewinner Steinhardt. Beides grüne Uhren. Die Gigandet ist mir in der Tat mit 43 mm etwas zu groß. Die Steinhardt mit 39 finde ich viel angenehmer zu tragen. Ich muss aber gestehen, obwohl sie sehr komfortabel am Arm ist, ist das eine Uhr, die bei mir doch recht selten aus der Box kommt. Ich kann gar nicht so genau sagen, woran es liegt, aber es ist nicht eine Uhr, die ich häufig trage, aber ich mag das Grün und deswegen bleibt sie zunächst einmal in der Box. Hier haben wir einen meiner letzten Neuzugänge, die Guinan Flight Engineer mit dem perlgestrahlten Gehäuse. Das ist eine Uhr, die ich zum einen, weil sie neu ist und zum anderen auch, weil sie sich super angenehm trägt und extrem gut ablesbar ist, wirklich gerne trage und bei meinen Videos eine Woche am Arm, wo ich jetzt das dritte in Folge gerade drehe, tut es mir immer ein kleines bisschen weh, diese tolle Uhr in der Box liegen lassen zu müssen und nicht anziehen zu können. Das ist also wirklich eine Uhr, von der ich mir vorstelle, dass sie unter den letzten drei oder fünf ist, wenn ich mal gezwungen wäre, alle oder viele Uhren zu verkaufen.
Die Ablesbarkeit ist klasse, die Alltagstauglichkeit ist super mit der Wasserdichtigkeit, mit dem Magnetfeldschutz. Die Leuchtkraft ist prima, also die Uhr bietet ganz, ganz viel von dem, was ich von einer guten Uhr erwarte. So, last but not least, meine Wempe Ironwalker. Ja, das ist wirklich eine super tolle Uhr, die in mehreren Aspekten aus dem Rahmen sticht. Zum einen das Ziffernblatt, zum anderen die Form des Gehäuses und natürlich auch die Reflexion des Lichtes. Die Uhr fällt auf. Sie ist ein kleines bisschen bling-bling und mit den 40 mm super angenehm am Arm als Chronometer auch wirklich genau, auch wenn meine im Grenzbereich der Chronometer-Spezifikationen ist. Nichtsdestotrotz mag ich sie sehr gerne und freue mich über jeden einzelnen Tag, wenn ich sie am Arm habe. Ja, das ist also meine kleine Sammlung deutscher Uhren, die nicht aus dem Hause Sinn kommen. Ich lege nochmal die Circular Aquasport der Vollständigkeit halber mit rein. Ich könnte mir vorstellen, dass ich diese Zusammenstellung im Laufe des nächsten Jahres noch einmal ändert, ergänzt, vielleicht geht auch was weg. Und wenn sich dann entsprechend etwas getan hat und es sich lohnt, werde ich euch sehr, sehr gerne auch ein neues Sammlungsupdate geben. Ja, ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch, bleibt gesund, bleibt mir gewogen, empfehlt meine Videos weiter und schreibt weiter so viele nette Kommentare unter meinen Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.